trotz Sommer. Wir haben Kapitalabfluss wie noch nie. Und wir haben Lohnnebenkosten, also die Sozialabgaben für beschäftigte Unternehmen, die steigen und steigen, haben längst die 40-Prozent-Marke überschritten. Sie lächeln gerade. Ich finde es nicht zum Lächeln. Wir hatten gerade mit Unternehmern Gespräche dazu. Das ist sehr, sehr bedrückend. Es geht um Existenzen. Und deshalb meine Frage an Sie. In dieser wirtschaftlich so schwierigen Zeit fragen wir uns, wann kommt ein Wahlversprechen von Ihnen wirklich zum Tragen, wenn nicht 2 Jahre danach? Sie haben 4 Cent Industriestrompreis versprochen. Und deshalb die konkrete Frage, wann führen Sie ihn ein? Schönen Dank für die konkrete Frage, Frau Präsidentin. Wenn ich wirklich mich bemühen würde, die ganze aufgezählte Liste von nicht richtigen Behauptungen zu widerlegen, könnte ich mich nicht mit der kurzen Zeit aus. Deshalb beschränke ich mich mal auf die letzte Frage. In der Tat, wir haben jetzt alle Voraussetzungen dafür getroffen, dass Deutschland im globalen Wettbewerb geringe Strompreise haben kann. Sie sehen, wie wir eben schon gehört haben, dass im Norden und Osten Deutschlands es möglich ist, für Unternehmen sehr konkrete Zusagen im Hinblick auf sehr billige Strompreislieferungen zu machen, ohne das zu subventionieren, weil die Windenergie so ausgebaut ist, dass wir billige Energie haben. Wenn wir jetzt all die Versäumnisse der letzten Jahre aufarbeiten mit den Gesetzen, die dazu führen, dass die Verbindungsleitung von Nord nach Süd gebaut werden, wir das endgültige Transformationsstromnetz, Übertragungsstromnetz für ganz Deutschland 2045 definieren werden, wenn der Windkraftaufbau im Süden Deutschlands gelingt, dann können wir genau das machen, nämlich billige Preise für die Bürgerinnen und Bürger, für die kleinen mittelständischen Unternehmen, die Handwerker, aber auch für die Industrie. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank. Sie weichen aus. Konkrete Frage, gerne konkrete Antwort. Sie haben 4 Cent versprochen. Der Bundeswirtschaftsminister hat 6 Cent versprochen. Die FDP lehnt es komplett ab. Darf sich jetzt ein Unternehmer was aussuchen von den 3 Angeboten? Oder kommt der Industriestrompreis mit 4 Cent ganz konkret? Wann ja und wann genau? Und wenn Sie noch Zeit hätten, sagen Sie gerne, welche Behauptung der Fakten vorhin falsch war. Leider habe ich die Zeit dafür nicht, weil ich glaube, jetzt genau 30 Sekunden habe. Aber ich habe es schon in meiner Eingangsbemerkung gemacht. Es war eigentlich gar nicht so richtig richtig. Aber unabhängig von dieser konkreten Feststellung will ich noch mal sagen, ja, es gibt jetzt schon Unternehmen, die Verträge schließen, wo sie sehr billigen Strom in dieser Preiskategorie einkaufen können. Und ja, es ist schon so, dass wir sehr billige Strommöglichkeiten haben, da wo die Produktion gering ist. Und das werden wir ermöglichen, dass entsprechende Verträge auch abgeschlossen werden können. Wir bauen all die Versäumnisse ab, die in der Vergangenheit gewesen sind, weil man den Ausbau der erneuerbaren Energien behindert hat. Wir kriegen billigen Strom. Und ich wiederhole einen Satz, den ich schon mal gesprochen habe. Aber die CDU-Fraktion hat jedes einzelne Windkraftanlage in Deutschland persönlich bekämpft. Und darunter leiden wir auch noch heute.